Moin und herzlich willkommen zurück zu X4. Wir haben ein Problem. Und das Problem sieht wie folgt aus. Unsere Stationen werden überwiegend mit terranischen Materialien gebaut. Und unsere Stationen werden hier drüben gebaut. Werden dort gebaut, hier gebaut und hier drüben gebaut. Die Ressourcen dazu sind hier. Das Problem dabei ist, oder besser gesagt, das Problem dabei sind die Xenon. Man hört es gerade wieder, die Xenon. Haben aktuell oder sind aktuell in dieses System hier eingefallen. Na, hier kommt gerade ein neuer K-Zerstörer. Sind hier recht stark vertreten, vor allem auf dieser Route hier, die man nehmen müsste, um von dort drüben hier entlang die Ressourcen zu bringen. Deswegen habe ich das System gesperrt für meine Raumschiffe. Zweite Möglichkeit wäre, hier lang. Ja, von hier drüben einfach direkt rüber. Ja, aber was soll ich sagen? Das System ist ebenfalls hier an der Stelle, beziehungsweise in diesem Bereich hier, Xenon verseucht. Mit mehreren Zerstörern und. Wir können uns das vielleicht gleich mal angucken, wenn wir auf dieses Schiff gehen. Ich wusste gar nicht, dass da jetzt tatsächlich auch gleich noch eins langfliegt. Erreiche System. Weiter Kontakt. Dann können wir mal gucken. Ob wir gleich Xenon ausmachen können. Man hört auf jeden Fall schon mal Kampf-Funksprüche. Fordere umgehend Verstärkung an. Tatsächlich, ah ja, ja, da sieht man es, da ist Xenon K. Und verteilt über diesen Sektor. Das sieht man leider nicht so gut. Gibt es noch einige. Ja, Korvetten vor allem. Und die sorgen dafür, dass es den Schiffen hier unglaublich schwer fällt. Das war wohl nicht. Dieses Gebiet hier zu passieren. Jetzt klappt das zufälligerweise mal. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen. Also hier sieht man es schon mal besser. Es sind schon ein paar mehr. Jetzt tun sich die argonischen Streitkräfte schwer damit, das zu verteidigen. Jetzt könnte ich natürlich mit meinen ganzen Zerstörern hinfliegen, aber die sind halt hier gebunden. Ich habe hier eine wahre Ka'ak-Plage in dem System, wo quasi meine Station hier gebaut werden soll. Ja. Da waren sie, unsere Probleme. Ist das laut? So, wir gehen erstmal wieder zurück auf dieses Schiff hier.
Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Erreiche System. Windfall. Nemesis. Angreifer. Ich hatte tatsächlich überlegt, mir den Zerstörer Sühn hier zu schnappen. Komplett aufzurüsten. Das Geld hätte ich. Also nicht für komplett auch alles in Schilde, Maximum und so weiter, aber eben alles auf mittlere Stufe, was ja bei den Terranern schon mal sehr gut ist. Und eben auch alle Hauptgeschütze und Sekundärgeschütze und so weiter alles eben aufzuwerten. Und dann damit eben rüber zu fliegen und vielleicht das eine oder andere Schiff quasi auch Platz zu machen von den Xenon. Das war zumindest so ein Gedanke, der mir da mal in den Kopf kam. Gegebenenfalls könnte man mit dem Zerstörer auch direkt schon ein paar Ressourcen mitnehmen, die ich ja eben benötige. So, dann jetzt aber erstmal hier gucken. Hier gab es jetzt zumindest auf den ersten Blick keine weiteren Missionen für mich. Wir sind ja auch immer noch dabei und wollen quasi den Ruf beim Vigor-Syndikat verbessern. Gestaltet sich halt auch schwieriger als gedacht. Also da die Barbarossa zu kapern, das war schon töricht. Wobei man sagen muss, die hätten mich angegriffen. Und beim Wehren habe ich mir dann gedacht, ich übernehme das Schiff einfach gleich, damit es nicht immer wieder passiert. Weil es war jedes Mal so, wenn ich an diesem einen Schiff der Barbarossa-Klasse vorbeigeflogen bin, dann wollte sie mich immer plündern. Und das hat natürlich damit aufgehört. Das ist mein Schiff. So, was machen wir? Fliegen wir jetzt dahin und helfen mal den... Ja, oder? Passiert ja schon recht viel. Guck mal, hier kommt der nächste von mir. Autopilot eingeschaltet. Wir fliegen dahin und unterstützen. Nebenbei könnten wir trotzdem, wir haben 6,6 Millionen Credits, könnten ja mal dem Zerstörer hier den Befehl geben, sich trotzdem schon mal auszurüsten. Das Problem ist, das Geld ist dann auch wirklich fast komplett weg, ne? Also hier 400.000. Antrieb ist klar, das ist klar. Hier fehlt ein Hauptgeschütz, das sind schon mal 2,9 Millionen. Dann die anderen Waffensysteme. Hier ist alles Chico, hier fehlt uns eine Waffe. Dann nehmen wir jetzt mal Strahlenenergie. Wobei, Moment. L1 und L2 sollten, glaube ich, gleich sein. Oh ne, muss gar nicht. L2 kann ruhig Strahlenwaffe sein. L3. Dem fehlen Schilde. Da würde halt fast jedes große Schild, also MK3 Schild, fast eine Million kosten. So, das ist Wahnsinn. So, und das ist dann die 4. Die müsste wieder vorne sein. Genau, dann machen wir dann nochmal eine Strahlenwaffe. So, hier fehlen uns wieder Schilde. Hier fehlen uns ebenfalls wieder Schilde. Hier fehlen uns Schilde. Ich weiß nicht, warum da Splitbolzen drauf sind. Die Menschen
Bolzen sind halt irgendwie viel besser. So, hier nochmal das gleiche und ein Schild mehr. So, das würde uns jetzt 5,3 Millionen kosten von den 6,8, die wir haben. Aber das Schiff wäre dann sehr passabel ausgestattet. Erreiche Windfall 4, Auroras Traum. Und deswegen machen wir das. Jetzt haben wir nur noch 1,5 Millionen, aber... Das ist schon sinnvoll, weil dann können wir mit dem auch irgendwann mal was anfangen. Und den vielleicht auch mal rüberholen, vielleicht kann der uns den Weg dann auch frei machen. Jetzt zu Fune weiß ich gar nicht, wie es da aussieht. Aktuell, ich weiß, in der Leere sind halt auch immer wieder Xenon. Ja, schauen wir mal. Hier wird es halt auch einfach nicht weniger. Die Schiffe halten das gut aus. Habe ich das Schiff Manticore noch? Ja. Der schleppt tatsächlich gerade ein Xenon-Schiff ab. Alles gut. Da könnte ich da auch direkt sehen. Das ist Symbol. Was glaube. Ja. Ich brauche mehr Schiffe für Hattik, was glaube. Vielleicht ein paar Jäger bzw. Korvetten, besser gesagt. Jäger weiß ich nicht, ob ich die nicht ständig ersetzen müsste, wegen den Kaark. Aber ich würde tatsächlich diesen Sektor gerne mal befreien. Und hoffe, dass hier nicht das gleiche passiert. Im Übrigen habe ich vor, das Schiff der Pioniere hier zu erobern. Weiß aber noch keiner. Ausgeschaltet. Nein. Ich will diese Mission noch nicht machen. Erreiche System. Schwarze Sonne. Und wir wollen tatsächlich da drüben durch. Auf aktiv setzen hier. Manticore Sprungtor, weiter Kontakt. Grün angezeigt worden. Speichern wir vorher einmal. Und dann gucken wir mal, ob wir den einen oder anderen Xenon da vom Himmel holen können. Und damit den Argonen quasi so ein bisschen unter die Arme greifen können. Damit auch wieder die Fracht zu mir rüberkommen kann. Erreiche System. Weiter Kontakt. Das ist doch hier, oder? Das gewesen? Ja, ne, komm. Ja.
Merkur, Angreifer. Fordere umgehend Verstärkung an. Ist unterwegs. M. Dieses K da, das stört natürlich gewaltig da oben. Das Hauptquartier hat zu wenig Geld. Verstärkung an. Könnte ein bisschen dauern. Gefahr.
Schiff nimmt mittlerweile auch strukturellen Schaden. Aber sehr, sehr, sehr wenig. Freigeräumt haben, dann können wir zumindest auch wieder unsere Transporter losschicken. Schildgenerator. Damit mal unsere. Ha. Stationen weitergebaut werden können. Geschützturm. Fordere umgehend Verstärkung an. Geschützturm. So leider nicht.
Turm. Geschützturm. Fordere umgehend Verstärkung an. Keine Verbündeten vorbeikommen. Schildgenerator.
gerade wenig spannend. Ich hätte aber auch gedacht, dass das Schiff ein größeres Problem darstellt. Schildgenerator. Schildgenerator. Schießen den jetzt ja an, nicht mehr. K. Weiter drauf geschossen. Schildgenerator. K. Noch ein Geschütz hat er dabei. Jetzt hier.
Schildgenerator. K. So, jetzt sind aber die Schilde gleich weg. Ja, jetzt ist es anstrengend. Da hinten ist weiteres passiert eigentlich. Das wird sich zwei für euch. So, ich habe schon mal angefangen, etwas Abstand zu nehmen. Und wir haben tatsächlich gefunden. Explosion steht bevor. Oh, es gab auch direkt auch einen Erfolg. Fordere umgehend Verstärkung an. Rums. Dann machen wir mal ran. SE. Danke. 600.000 hat es gegeben. Kannst du zerstören. Bist du ein Missab? Eher langweilig, was man da gerade einsammelt. Na gut. Das ist halt echt die Frage. Okay, was machen wir? Was machen wir hier weiter an? Kann man sehen, was der so an Geld gemacht hat die letzte Zeit? Was der aber auch nochmal machen könnte, wäre. Ne? Das ist jetzt noch Marinesoldaten. Ne? So, und was wir machen ist weiter fliegen. Manticore. Ja, hier gibt es noch was zu holen. Sieht dann doch jetzt relativ befriedet aus hier.
weiß nicht, wie es hier aussieht, wenn man hier reinspringt. Also, wir speichern erstmal. Autopilot eingeschaltet. Gehen wir da mal hin. Wenn dann alles gut ist, müsste ich nochmal einen Transporter losschicken, der meine Rohstoffe abholt. SE. Wirklich abgefangen, bis ich da mich selber gedreht habe und so weiter. PE. Ist auch alles kein Problem. Die einzelnen Schiffe hier. Ist doch schon wieder frei zu sein. Erreiche aber. System, die Leere. Forderung umgeht. Autopilot ausgeschaltet. Hier haben wir es. 1K. K. 2K. Im Calcatura. Angreifer. N. PE. Versuchen wir mal zu helfen. Die Musik sagt ja eigentlich, ich werde angegriffen, aber... Ich habe auch keine Lust, das nochmal zu machen. Das hat es gekostet, eine halbe Stunde. Fordere umgehend Verstärkung an! PE. K. PE. M. Da greifen die mich an, ne? M. Die ziehen, glaube ich, weiter. Ob ich sie mir geschnappt bekomme. Komm doch! Dafür werden die Teier sein!
Verstärkung an. So, dann warten wir hier mal. Hat er schon seine Leute geholt? Naja, doch nicht. Das dauert also noch ein bisschen. Die Frage ist tatsächlich, ob wir dann nicht unseren Transporter jetzt trotzdem losschicken können. Den nicht, den auch nicht. Den hier zum Beispiel. Was ist gerade sein Auftrag? Handel ausführen. Fordere umgehend Verstärkung an. Danke. Okay. Wir machen Folgendes. Wir beamen uns einmal hier rüber. Teleport. Fordere umgehend Verstärkung an. Erreiche System. Soll. Wo will der denn ganz hin, sag mal? Achso, deswegen, ja. Nee. Und du legst dann einmal hier mit hin. Und verteidigst den mit. Ehrlich, dass ihr so weit da hochfliegt, macht auch überhaupt keinen Sinn mehr. Es ist so ein Quatsch, dass wir so weit auseinander driften, immer nach oben und nach unten. Das gibt's in Homeworld tatsächlich auch. So, jetzt sind wir auf der Süden. Süden. Da soll erstmal seine Aufträge fertig machen. Wie viel Platz hat das Ding eigentlich? Bereite Andocken vor. Bestätigt. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Bringt das Schiff langsam rein. Bestätigt. Hm, 2600 Kubik. Hokkaido, Mineralien. Das ist ein Mineralienschiffer. So sieht er aus. Na gut. Oh, was würde mich denn hier... Ein Hokkaido kosten. Skymir, was ist denn Skymir? Okay, die kann man nicht kaufen. Das eine Schiff, was ich jetzt habe. Na gut. Okay, kostet ja
Unausgestattet schon nur 3 Millionen. Da muss ich so circa mit 10 rechnen. Oh, da 23. Könnte man auch machen. Bisschen übertrieben, ne? Kagawa. Ist halt alles sehr, sehr teuer. Glaube ich, ein Raketenzerstörer. Und dann gibt es natürlich noch die Frachter. Ja, nee, komm. Kann ich mir eh alles nicht leisten. Aber trotzdem gerne noch was gucken. Asgard. Die hässlichen Schiffe, ne? Die darf ich bauen. Oder kaufen. Ja gut, sind nicht alle hässlich. Na gut, was machen wir jetzt gerade? Führt Handel aus, warum? Entferne alle Befehle. So, und dann werden wir nochmal dahin. Nochmal die Crew. Oh, ist günstiger geworden. Was machen wir denn da gerade? Handeln wir? Mikrogitterfabrik, Sünen. Haben wir denn jetzt Mikrogitter geladen? Nein. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Wir brauchen aber Mikrogitter. Und zwar brauchen wir sie. Ich gerade mir überlegen. Ich glaube tatsächlich auch hier. Oh. Da schickt jemand Computronik-Substrat. Das Schiff wird bald abdocken. Sehr interessant. Das heißt, es fehlt nur Siliziumkarbid. Und dann kann alles gebaut werden. Also Siliziumkarbid. Und dann
Sondern wird es auch Zeit, dass man mal die eigene Produktion in Gang bringt. Dass man eben nicht diese weiten Wege fliegen muss, sondern eben auch in den eigenen Systemen diese Rohstoffe produziert. Dass ich auf sie zählen kann. Den kann man immer mitmachen. Jetzt ist meine Kroppet schon da. Hier fest. Interessant. Leider ein bisschen langsam. Also die Frage, haben wir schon einen Split-Antrieb hinten drin? Ich glaube nicht. Das könnte man natürlich nochmal ändern. So, dann bitte einmal andocken. Das Personal an Bord nehmen. Auf jeden Fall noch alleine machen. Ich will mir so ein bisschen Sorgen. Ich glaube, ich muss einmal kurz wechseln. Du wirst vernichtet werden. Gut. Machen wir es anders. So, da sind wir wieder. Und wir docken an. Wir docken an, holen uns die Crew. Dann holen wir dieses Schiff rüber. Und... ja, der Frachtraum ist jetzt nicht gigantisch groß, aber wir nehmen zumindest ein paar der Rohstoffe dann schon mal mit, die wir benötigen. Navigation. Ja, Navigation. Navigation muss ich mal drum kümmern, dass wir da rein. Bereite Andocken vor. Bestätigt. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt.
Bringen Sie uns rein. Bestätigt. Ja. Ich habe den Speicherstand von gerade eben nochmal geladen, nachdem wir die Karte zerstört haben, damit die Nemesis nicht weg ist. Und habe sie dann direkt quasi zu meinen anderen Zerstörern geschickt, um dort zu helfen, die Ka'ak zu zerstören. Und, wie man auf dem Konto sehen kann, ich habe nochmal Geld ausgegeben, und zwar für eine weitere Nemesis. Die ist noch nicht zu 100% ausgestattet. Nur das Nötigste, die ersten Waffen und so weiter. Und dann muss sie halt noch ein bisschen hin und her fliegen, um beispielsweise bei den Split wieder die Thermalwaffen zu bekommen, den Antrieb. Und eigentlich nochmal zu den Terranern, um die terranischen Schilde zu bekommen. Das gestaltet sich ja gerade ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, zu den Splits sollte gar kein Problem sein, nehme ich mal an, aber zu den Terranern halt. Aber vielleicht können wir mit dem Schiff hier ja auch den Weg frei machen. Das ist ja so der Plan, der Gedanke dahinter. So, und dann fliegen wir einmal ein und holen uns die Crew. Ja. Ich denke, in Anbetracht der Zeit werden wir in der nächsten Folge damit losfliegen und, wie gesagt, auf dem Weg versuchen, ein paar Xenon Platz zu machen, den Weg einmal frei zu machen und dann endlich unsere Stationen weiter auszubauen. Das ist so der Plan. Wir wollten ja auch immer noch dann die eine Station, das Siliziumwerk, das eigentliche Siliziumwerk, dann ja auch noch mit, wie heißen die, Schleppern, mit Manticore-Schleppern ausstatten. Und das hoffe ich, dass wir das in der nächsten Folge dann schaffen. Vom Geld her, die waren jetzt nicht so mega teuer und ja, wir verdienen ja doch ein bisschen was. Man hat es ja gerade gesehen, wir haben einige Millionen ausgegeben, aber es sind auch immer wieder gleich ein paar Millionen wieder da gewesen. Wenn auch nicht viele, aber ja, es kommt so nach und nach. Aber wir brauchen eben auch noch ein paar Millionen, denke ich. Also 1-2 Millionen auf jeden Fall für die zweite Nemesis, um die weiter auszustatten. Die hat allerdings keine Priorität. Also ist natürlich schön, wenn sie dann auch da ist und die Ka'ak dann ein bisschen schneller weggeballert werden können als von den Zerstörern, die einfach ein bisschen zu träge wahrscheinlich dafür sind. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge dann an, wie sich dann unsere aktuelle Nemesis dort schlägt. Genau. Ja, wenn euch die Videos gefallen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, auch was ihr jetzt machen würdet. Gerne Tipps und Tricks, Spoiler nicht unbedingt, aber Tipps und Tricks sind immer gern gesehen. Und genau, mit einem Like würdet ihr natürlich auch helfen und wenn noch kein Abo da ist, dann gerne auch ein Abo mitnehmen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.